Hallo Leute, hier ist der Lower Coach, Lower the Law of Attraction, das Universum, Gesetz der magnetischen Anziehung, das auf mich wirkt, das auf dich wirkt, das auf deine Mitmenschen wirkt, das auf jedes Geschöpf wirkt. Das ist das einzige Gesetz im Universum, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das erzeugt Vibrations. Dein Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Was du siehst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so kommt es zurück. Erkenne dich selbst, so wie du dich in deiner Wohnung wiedererkennen kannst, wie du sie einrichtest, wie du sie ausmalst, wie du sie dekorierst. Das alles hat mit deinen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen zu tun. Sie spiegeln sich in deiner Wohnung. Aber auch wie du dich kleidest, das spiegelt deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Wie du dich gegenüber deinen Mitmenschen gibst, spiegelt deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Deine Position in der Gesellschaft spiegelt deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Gefällt dir nicht, was du an Feedback zurückbekommst, dann ist es einfach. Niemand auf der Welt muss sich verändern, außer du selbst. Du selbst hast es in der Hand. Du selbst hast das Zepter deines Lebens in der Hand. Nichts und niemand kann dir schaden, wenn du ihn nicht einladest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen und Ängsten. Ich möchte heute dir ein paar Tipps geben, denn die Corona-Maßnahmen, die uns jetzt schon 8, 9 Monate verfolgen, werden wohl auch im Jahr 2021 noch ein Thema sein. Ich möchte dir sagen, deine Gedanken sind frei. Deine Gedanken können sie nicht kontrollieren, deine Gedanken können sie nicht einsperren. Und das ist deine große Chance, denn deine Gedanken sind die Blaupause deiner persönlichen Realität. Fokussierst du dich auf gut anfühlende Gedanken? Ja, fokussierst du dich darauf, dass du dich gut fühlen willst? Dass deine oberste Priorität ist, dich gut zu fühlen? Dann kannst du dich auch eingesperrt in deiner Wohnung gut fühlen. Du kannst dir ein warmes Bad einlassen. Du kannst dir eine gute Speise machen. Du kannst den ganzen Tag im Bett liegen und Tagträume machen. Du kannst dir lustige Filme im Fernsehen und Internet anschauen. Du kannst so viele Dinge tun. Du kannst jeden Tag in der Früh eine Viertelstunde meditieren und dich mehr und mehr mit deiner Quelle verbinden. Du kannst die vergessene Weisheit des Gesetzes der Anziehung studieren und du wirst viel stärker aus dem Lockdown hervorkommen, als du hineingegangen bist. Du wirst mehr und mehr erkennen, dass es an dir selbst liegt, nicht an der Politik, nicht an deinen Mitmenschen, nicht an den seltsamen Corona-Verordnungen. Es liegt an dir selbst. Du hast deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen in der Hand. Du malst deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen wie ein Maler ein Bild malt, so malst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen in deine persönliche Welt hinein. Was du siehst, das wirst du ernten. Umso
freudiger und glücklichere Gedanken du findest, umso freudigere und glückliche Erfahrungen wirst du machen. Frage dich, mag ich mich selbst? Was kann ich tun, um mich selbst mehr zu mögen? Mag ich meine unmittelbaren Mitmenschen, die vielleicht in meiner Wohnung leben oder in deren Wohnung ich lebe oder die Menschen, die ich tagtäglich im Job oder auf der Straße begegne? Was denke ich über diese Menschen? Nimm dir einen Zettel und schreibe positive Dinge über die Menschen, die du tagtäglich, denen du tagtäglich begegnest. Umso positiver du über sie denkst, umso positiveres Feedback wirst du von ihnen bekommen. Und umso mehr du dich selbst magst, umso bessere Erfahrungen wirst du mit deinen Mitmenschen machen. Es liegt an dir selbst. Hey, gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, gestärkt aus dem Lockdown hervorzugehen und deine Träume zu leben. Denn darum bist du hier. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.